Hallo, ihr Dampfmaschinenfreunde. Passend zu Weihnachten habe ich jetzt mich dazu entschlossen, die Dampfmaschine neu zu machen, also anzumachen. Und dann restauriere ich alle Teile eigentlich. Also, nein, nicht alle. Kamin kommt neu. Schwungrad vielleicht kommt neu. Kommt vielleicht das neu. Dann hier der Bremsschieber. Hier ein neues Rädchen. Abwehrventil. Zentrifugalregulator. Dann hier der Ölstopfen. Ja. Wenn jemand weiß, wo es das gibt, wo man es machen lassen kann. Oder wo man Teile kaufen kann, außer bei der Vilesco-Seite. Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Würde mich freuen. Ja, ich habe mir hier einen Kondensator gebaut, gebastelt. Ja. Dazu habe ich einfach von JBL einen Silikonschlauch geholt bei Amazon und habe hier ein kleines Loch gebohrt. Ja, hier kommt der vierte Schlauch lang und hier kommt dann der Qualm raus. Ich überlege mir, ob ich hier einen Deckel, einen Filter reinmache noch, damit nur noch Dampf rauskommt und kein Wasserdings. Ja. Wer neu auf diesem Kanal ist, abonniert ihn bitte. Ja, hier geht es um Dampfmaschinen. Und ja, auf diesem Kanal zeige ich euch, wie ich dazu gekommen bin, auch die Dampfmaschine zu kaufen, Dampfmaschinen zu sammeln. Ja, ich habe hier nämlich auch eine Velasco D3. Sieht so aus. Die nächste Dampfmaschine wird eine D20 sein. Ja, D20. Und dann eine T125. Ja. Man hört, dass das Wasser anfängt zu kochen. Wie gesagt, wer neu auf diesem Kanal ist, abonniert ihn bitte. Lasst ein Like auf dieses Video da. Würde mich sehr freuen. Ja. Diese Dampfmaschine beheizt sich übrigens mit Brennpaste. Ich habe auch noch S-Bits da, aber die benutze ich so nicht so gerne. Es sei denn draußen. Ja. Wenn es draußen ist, dann geht's. Aber drin stinken die und die rußen. Also, ja. Da entsteht viel zu viel Ruß. Ja. Ich habe jetzt 0,6 Bar drauf. Die Dampfmaschine ist seit 2 Minuten an. Oder 3. Sozusagen, seitdem ich das Video mache. Ja, wie gesagt, auf diesem Kanal kommen Videos hin. Was für Brennpaste benutze ich? Wie restauriere ich meine Dampfmaschine? Wie sauber säuber ich die? Wie wechselt man die Dichtungen von Dampfmaschinen? Zum Beispiel habe ich jetzt eine neue Dichtung gekauft auf eBay. Ja, hat mich 5 Cent gekostet. Sieht auch gut aus, finde ich. Hier, neu. Jetzt ist ein Bar drauf. Das ist ein Kaltstart. Ich hatte die jetzt nicht mehr. Ich hatte die jetzt ungefähr 3 Monate, 4, nicht mal an. Ja. Man hört es auch, wie hart die läuft, ne? Ich brauche nämlich hier drauf und so. Aber das muss er besser da rein.
Zaun machen lassen. Ja, ich finde die Dampfmaschine läuft ruhig. Sei denn, man macht jetzt so. Ja. So läuft die ruhig. Ja. Kondensator. Ist heiß. Natürlich. Ja. Wir können nochmal. Kolben ist immer nicht richtig warm. Müssen die denn da? Ich lasse jetzt immer Druck aufbauen. Brauche aber nochmal eine neue Dichtung. Weil das undicht hier von dem. Wie heißt das denn jetzt? Von. Sicherheitsventil. Ich habe jetzt einen Riemen drauf gemacht für die Antriebsmodelle. Das ist einmal ein Bohrer. Eine Kreissäge und ein Schleifpuck. Ja, Kreissäge, die ist gut. Ja, können wir jetzt nochmal anfahren. Die fährt übrigens nach vorne. Und man kann die auch nach hinten mal anfahren lassen. Vorne ist besser. Ich kann euch das mal mit meiner Seite zeigen. Hier einmal der Bohrer. Einmal die Kreissäge und einmal die Schleife. Ja. Kreissäge noch mal rein. Schleifstock. Und Bohrer. Ja. Verstehe ich euch gerade mal wieder her. Warte. Hier nochmal einmal von oben. Den stelle ich jetzt wieder hin. So. Jetzt steht die wieder und sieht die Dampfmaschine wieder. Das finde ich gut. Kondensator. Mal ein bisschen, wenn ihr das sehen wollt. Ja. Wird aber auch ein bisschen warm. Das ist einfach mit einer Druckflasche, da habe ich eine Mühe drauf angesucht und das war's. Ja, abonniert diesen Kanal, würde mich freuen und ich würde sagen, tschüss.